So, Leute, willkommen zurück bei Wolf bei der RP. Mit mir Wolf. Ja, wir sind immer noch in der Arena von Koga. Ich war in der Zwischenzeit mal kurz im Pokémon Center, hab uns geheilt. Das ist eine neue Aufnahmesession und ich würde sagen, den haben wir schon besiegt. Wo Licht ist, ist auch Schattennacht. Den haben wir von hinten überrumpelt. Licht oder Schatten? Wähle einen Weg. Ja, ich wähle für gewöhnlich immer Schatten. Aber das ist jedem selber überlassen. Hat auch schönen Hut, finde ich. Also zumindest sieht's nach einem Hut aus. Hahaha. Ein Kind fordert einen Ninja-Meister zum Kampf heraus? Wie du willst, erlebe eine Welt des Schreckens, bevor ich dich besiege. An meinen Schlaf- und Giftattacken sollst du verzweifeln. So, mal gucken, was er jetzt wirklich raushaut. Ich habe immer noch ein bisschen Angst vor ihm. Joey. Hey, Joey. Mimsa 10, ja. Okay, das kann wirklich Schlaf- und Giftattacken, aber naja, wir wissen ja nicht, was der da wirklich so jetzt drauf hat. Ich versuch's einfach mit der Triplette. In der Hoffnung, wir können ihn töten, bevor er hier irgendwas auspackt. Okay, so viel zum Töten. X-Angriff. Gut, er versucht zumindest den Angriffswert hoch zu powern. Triplette war nicht sehr effektiv. Das bedeutet, das hier wird auch nicht funktionieren. Ja, dann bleibt uns nur die Drachenwut. Weil das deutet sehr auf ein Gesteintyp-Pokémon hin. Mit sehr, sehr viel HP. Okay, das wird ein harter Kampf für unseren lieben Walter. Aber der kriegt das hin, das ist doch ein starkes Pokémon. Ja, überhaupt gar kein Problem, dieses Arcanium. Also Walter hat da schon mächtig Kraft reingesteckt. Und ist Level 40. Gut, damit haben wir zumindest das erste Pokémon. Ich dachte eigentlich, der hätte nur drei. Aber gut, dann darf Spike jetzt ran. Gegen Quapsel. Okay, Quapsel ist schon Stufe härter als Spike. Da habe ich jetzt Respekt vor ihm. Aber ich glaube nicht, dass es uns allzu gefährlich werden kann. Wir werden es sehen. Ja, die Hydro-Pumpe hat Quapsel schon gleich ins Jenseits befördert. Ich bleibe dann auch gleich bei Spike dran, weil der ist ja noch unbeschädigt. Und Sandern ist Level 37, da sind wir wieder in der Oberhand. Ihr merkt schon, der Unterschied zwischen dem Pokémon und unseren wird rundlich kleiner, also ja, es ist alles nicht mehr ganz so wie vorher. Vorher waren wir immer leicht überlevelt und jetzt seht ihr mal, der hat ein Pokémon, das 5 Level über unserem Spike ist. Ich habe Angst vor ihm, aber vielleicht haben wir ja einen Elementvorteil. Ja, haben wir! Sehr schön. Und er gibt ihm nur X-Angriff. Das ist sehr schön. Mit dem Aurora-Strahl soll ich ihn jetzt eigentlich erledigen können. Ja, Spike, du bist einfach nur klasse. Puh. Also vor dem hatte ich wirklich Angst, weil sich ja der Unterschied zwischen seinen und unseren Leveln jetzt verschoben hat. Na sowas, du bist ein würdiger Kämpfer. Ich reiche dir den Seelenorden. Nun. Da du Träger des Seelenordens bist, wird die Abwehr deiner Pokémon steigen. Ich kann schon nicht reden. Ferner kannst du Surfer nun auch außerhalb von Kämpfen nutzen. Bitte nimm auch dieses Geschenk. Walter erhält TM06. TM06 ist Toxin. Es ist eine mehr als 400 Jahre alte Technik. Also was ich sagen wollte, ihr merkt, es ist ein großer Unterschied geworden. Vorher waren wir immer deutlich höher als unsere Gegner. Konter, super. Und jetzt hat sich das wirklich um 180 Grad gedreht. Wir sind jetzt im Nachteil. Aber jetzt wird's gefährlich. Aber gut. Der nächste Trainer ist ja die gute. Wie heißt es denn noch gleich? Jetzt habe ich den Namen vergessen. Sabrina, genau. Die kleine Hexe. Ich gehe lieber nochmal ins Pokémon Center. Ja, theoretisch könnten wir jetzt bis zur Zinnoberinsel surfen. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt, ob wir erst Sabrina besiegen sollten. Oh. Ach, Moment. Ja, stimmt ja. Vor Sabrina gibt es ja immer noch was. Wir können ja noch ins Team Rocket Firmengebäude eindringen. Das habe ich hier ganz vergessen und ich habe vergessen, Timer zu stellen. Naja, machen wir einfach nochmal 10 Minuten drauf. Kommt, Leute. Heute ist ja ein bisschen kürzer. Also heute ist ja eh nur ein Part, da ist das ja wurscht.
So, dann gucken wir doch mal. Alle Pokémon sind fit. Warum fliege ich eigentlich nicht? Ich habe doch hier Erik dabei, der fliegen kann. Geh doch. Safronia City erreichen wir jetzt. Hier haben wir noch mit niemandem gesprochen. Und ich leg mal Konter auf den, auf die Bank, weil das brauchen wir nicht. Konter, das lohnt sich nicht wirklich. Und ich gehe schon wieder an den falschen PC. Ich mache es immer wieder den Fehler. Leute, schlagt mich. Ich bettel hier echt um Schläge. Kenne ich auch so Leute. Dark Slicer macht es auch öfter mal. Wenn er so blöde Sprüche auf Lager hat und einem nur auf die Nerven geht, aber naja. So Leute kennt jeder, denke ich. Da fällt mir ein, in Prismania City war ja noch was. Moment. Dann fahre ich kurz mit dem Fahrrad nach Prismania City. Ja, ihr bleibt jetzt einfach dran. Leute, ihr glaubt nicht, was mir für ein Stein vom Herzen gefallen ist, als Koga down gegangen ist. Also, als wir sein letztes Pokémon besiegt haben. Weil da hatte ich wirklich Angst, dass es jetzt uns mindestens ein Teammitglied zerhaut. Und ich habe schon mit Spike gerechnet. Aber es ist ja nochmal gut gegangen. Ja, wer Stein vom Fahrrad, das wollte ich eigentlich nicht mal. Mutti soll uns jetzt darüber surfen. So. Hallo, erstmal. Ich kenne dich vom Sehen, aber ich hatte bisher keine Zeit, dich anzusprechen. Hier, nimm dieses Geschenk. Wolzer erhält TM 41. TM 41 ist Sandwirbel. Danke, alter Mann. Der Gedanke zählt. Er wollte uns was Gutes damit tun und so sehen wir das auch. Er hat uns etwas Gutes damit getan. Auch wenn das Ding jetzt mit dem Rest auf unserer Bank landet, aber er wollte, wie gesagt, der Gedanke zählt, er wollte uns was schenken und er hat uns was geschenkt und dafür sollen wir ihm dankbar sein. Weg damit. Ja, unsere Hyperbälle gehen uns aus, aber wir dürften ja theoretisch unterhalb von Fuxania City noch surfen. Und ein Pokémon fangen. Wenn wir erst die Silph Co. unter Kontrolle haben, können wir in der ganzen Welt mit Pokémon handeln. Ganz frech sind die hier. Psychologenhaus. Oh, mit dem würde ich mich gerne und. Ich habe schon wieder so ein scharfes S drin. Warte, sag kein Wort. Du suchst dies hier, oder? Wolzer hält TM 29. Also jetzt bomben die uns aber mit TMs zu. TM 29, sie enthält Irrschlag. Irrschlag ist eine Attacke, die ich sehr, sehr mag. Ah, ich guck mal, was, ob Erik vielleicht noch eine Attacke hat, die er verlernen kann, weil Irrschlag gefällt mir sehr und kann ihn auch verwirren. Das ist. Ja, ich glaube, ich vergesse Stampfer und lasse ihn Irrschlag benutzen. Das ist mir ein bisschen lieber, weil Irrschlag war auch eine Attacke, die ich bei Kangama zum Beispiel in Pokémon Stadium sehr, sehr gerne benutzt habe. Also wenn ich nicht mit meinem eigenen Team gespielt habe. Ich glaube, wir benutzen mal das Fahrrad, sonst können wir das mit jedem Reden hier abhaken. Oh. Er hält ein Nickerchen. Leute, die auf der offenen Straße schlafen, der ist bestimmt, hat er einen zu viel im Tee gehabt. Naja, ich fühle mich wunderbar, wenn ich böse bin. So klingst du auch. Tipps für Trainer! Der Superball erhöht die Fangquote. Probier ihn bei Pokémon aus, die schwer zu fangen sind. Ich hab schon Hyperball, mein Freund. Also, mein Schild. Hier waren wir. Gut, dann nächste Etappe. Hatten wir das Schild eigentlich gelesen? Das neueste Produkt der Silph Co. Verkaufsstart demnächst. Präzise. Wie Nintendo. Safronia City gehört dem Team Rocket. Sehr gut. Was willst du? Noch. Hopp! Immer so aggressiv. Safronia City, die goldglänzende Handelsstadt. Ja, hier glänzt alles wie Gold. Der Boss hat versprochen, dass wir diese Stadt einnehmen werden. Muahaha. Ja, ich weiß, ich bin schon längst weggefahren. Das lacht so laut, dass man das hier noch hört.
Kommt man nicht hier irgendwie hin? Nein, nee. Hab mich wohl geirrt. Kampfdojo. Ja, zwei Arenen. Mann, geh aus dem Weg. Ja, hat Medi schon mehrfach sich darüber lustig gemacht. Geh aus dem Weg. Er steht im Weg. Mann, geh aus dem Weg. Und er läuft ja nirgends hin. Das ist es ja. Er läuft nirgends hin, aber wir stehen im Weg. Im Weg ist nur... Der Weg entsteht erst, wenn er läuft. Und er läuft nicht. Er steht, also hat er keinen Weg. Also stehen wir ihm demnach auch nicht im Weg. Mann. Saffronia City, Pokémon Arena, Arenaleiterin Sabrina, die Herrin der Psycho-Pokémon. Oh, pass auf, wo du läufst. Ich fahre. Und im Pokémon-Supermarkt gehen wir auch gleich mal ein bisschen shoppen. Ja, du kannst mir behilflich sein. Oh, Hypertrank. Dann nehmen wir doch gleich mal ein bisschen was mit. Wir haben ja so ein bisschen Geld gemacht in der letzten Zeit. Konnten wir nicht schon Hyperbälle kaufen? Wir können Hyperbälle kaufen. In Saffronia City. In Fuchsania City können wir Hyperbälle kaufen. Naja, was soll's. Da möchte ich mich jetzt gar nicht mit beschäftigen. Und bevor wir ins Kampfdojo gehen, würde ich sagen, prügeln wir uns mit der Sylph's Go. Also, im Gebäude der Sylph's Go. Sylph's Go oder Sylph Co? Sylph Co. Diese Musik. Das ist auch so eine Musik, die mich als Kind begleitet hat. Dieses Gebäude. Das erklärt, warum ich so böse bin. Muha. Ja, wir benutzen den Aufzug nicht. Hey Kleiner, was machst du hier? Ja, was ich hier mache? Ich laufe durch die Gänge, besuche Angler, die hier auf dem Trockenen sitzen. Hey, das hatte Koga auch, aber oh, guckt euch mal an, wie niedlich. Level 25. Oh. So ein niedliches Pokémon. Gut, Feuer war, glaube ich, normal auf Gesteintypen. Hoffen wir es einfach mal. Okay, oder auch nicht. Aber es brennt, das ist doch schon mal etwas. Und es duckt sich. Ja, das Vieh mit einer Schädelwumme. So siehst du aus, mein Freund. Versuchen wir doch lieber die Triplette mal. Vielleicht funktioniert die ja ein bisschen besser. Ja, Volltreffer. Zwar auch nicht effektiv, aber Sazenia ist zumindest dem Erdboden gleich gemacht. Ein Trauros. Ja, wer ist denn bei uns derzeit das Schwächste? Erik. Erik kann sich hier kunterbunt trainieren. Das ist ja... Das ist ja hier... Mann, sind die Typen schwach. Mir fehlen hier echt die Worte. Ich dachte wirklich, die wären stärker. Ja, hätte ich das gewusst, wäre ich vor Koga nochmal hier reingegangen. Das wäre ja ein schönes Training gewesen. Tauros schlägt um sich. Warum fuchtelt hier eigentlich alles in dieser Edition? Alle können fuchteln. Ja, Tauros schlägt um sich. Ich glaube, ich sollte mal eine andere Attacke versuchen. Aber der Irrschlag, ich mag die Attacke. Vor allem mit der Ente, die da rumfliegt. So. Und Level 39. Auch Erik ist stärker geworden. Aerodactyl. Versuchen wir nochmal den Donnerschlag. Pfund. Jetzt wird er aber gefährlich. Zack und weg. Und ein Smogmog. Mann ey, die Typen hier. Naja, sie haben zumindest eine große Auswahl an Pokémon. Auch wenn die nicht sonderlich stark sind. Ah, das... Giftblick. Giftblick paralysiert. Das habe ich auch nie verstanden, warum Giftblick paralysiert. Mein Gift und nicht Paralyseblick. Naja. Falls mir irgendeiner erklären kann, der darf mir gerne einen Kommentar unterschreiben. Das war jetzt schon gefährlich. Aber der Steinhagel, ich hoffe, den überlebt es nicht, dann tausche ich nämlich mal aus. Dann darf sich wieder jemand anders prügeln. Smogmog wurde besiegt. Ja, und Vulcano. Oh. Also, tut mir leid, wenn ich den Typ so ein bisschen wie so ein kleines Kind behandle. Also wie andere kleine Kinder behandeln, nicht wie ich kleine Kinder behandle. Aber kommt.
Ist doch niedlich, was der hier auspackt. Da kann ich sogar Zahltag benutzen, um ein bisschen Kohle zu machen. Seht ihr mal, Zahltag reicht. So, Angler ist besiegt. Ich bin ein Versager. Du hast so deine Pokémon an. Also, in der Stadt hier bist du Versager, das stimmt. Holzer sammelt 78 Pokédollar auf. Gut, ich würde aber sagen, ich beende den Part an dieser Stelle. Ich möchte mal gucken, dass ich hier nicht gerade einem vor die Füße laufe. Ja. Gut, dann beende ich den Part an dieser Stelle. Ich gehe nochmal ins Pokémon Center und wir sehen uns im nächsten Part, also morgen, direkt an dieser Stelle wieder. Tschüss und bis dann, euer Wolf.